Moinsens und kommen zurück hier bei Zelda Breath of the Wild. So, wir befinden uns auf dem Weg nach Goronia, um den zweiten Titan anzugehen. Mal reinkommen. Der heißt da. Warte mal. An den Gegnern hier vorbeikommen. Also, dass ich ihn. Hier so ein. Die nerven mich ja. Übelgeister. Die sind. Gut, hat doch bestimmt acht. Wenn nur was zerstört, der. So, aber warte mal. Hier geht erstmal. Nein, das hier. Weiter nach Goronia. Wo wir so ein paar Pfeile gekauft haben. Mal so ein bisschen, mal so gern so ein bisschen rum. Er sieht. Trotzdem was. Man muss ja immer auf der Hut sein. Die Sachen hier bei Zelda, die man entdecken kann. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Krog-Namen ich schon vorbeigerannt bin. Tief. Okay, also da unten werden wir uns die. Nehmen wir uns hier. Oben die brennbare Kisten. Fett hören von hier. Setzen wir ihn erst genau auf ihn. Nicht so viel. Oh, das war gut. Ich beschütze dich. Halt. Was ein anderes Schwert haben, glaube ich. Gut, haben wir auf jeden Fall die Truhe bekommen. Natürlich viele Bombenpfeile verschossen, das war natürlich ärgerlich. Aber. Und später mal neue. Oh, okay. Meine Nähe. Kannst du mich mit? Wir wollten ja jeden Schrein mitnehmen, den wir entdecken. Jeden aber. Alle auf dem Weg liegen, nehmen wir die natürlich mit.
verbrennt. Sehr gut. Gespannt. Amur-Schrein, das ist okay. So, wir gehen rein. So, bin ich mal gespannt. Wir müssen auch wieder mit Feuer arbeiten. Amur-Schrein, na, ich bin gespannt. Also, wir müssen hier auf jeden Fall mit Feuer arbeiten, wie ich sehe. Das wüsste ich jetzt. Ich kann nochmal den ersten Pfeile finden, vielleicht hier. Oh, ich brenne auch. Das ist auch noch spannend. Wie können wir rein? Da. Wollen wir eine Bombe lösen hier? Holzkiste. Dumm. War wirklich dumm. Kriegen wir die Kiste, kriegen wir glaube ich nicht mehr. Ja? Ob da was ist. Ich verbrenne es einfach mal. Schau dann. Okay. Eine Fackel. Spalt. Den Spalt, der brauchen wir. So, hier wäre es schon zu Ende. Kann ich hier oben so drin? Kann ich die nicht vielleicht... Schade, schade. Gut. Unser Abzeichen ist. Den Schrein natürlich gleich nochmal machen, aber. Auf. Ist ja auch nicht so weit. Ja, so schlimm. Finde ich. Gut. Ah. Da finden wir noch ein, zwei Schreine. Wäre auch nicht verkehrt. Wenn sie umgehen, so. Da sind wirklich.
So. Wir werden den normalen Weg weitergehen. Nämlich leider auch der, den wir gehen müssen. Aber ich schaffe. Selbst drauf. Ich runter. Haben wir gar nicht die Belohnung rausgeholt. So, wir gehen nochmal da hinten hin und versuchen jetzt den. Den können wir natürlich nicht holen, das ist. Vorhin schon mal weg. Aus. Steve? Verkaufen? Nutzen? Hammer. Gar keine Waffen. So. Glaube ich nicht so lang. Gehen wir nicht so schnell getötet auf dem Niveau. Yep.
Kann ich gleich killen hier? Mal rauslocken. Warte. Oh. Du Sechsau. Ach, Mist. Oh, das ärgert mich ja gerade ein bisschen. Scheiße, ich dachte, ich könnte ihn. Ich wusste nicht, dass der sich noch eine Waffe geschnappt hat. Dass der sich da noch eine Waffe geschafft hat. Ärgerlich. Okay. Das war zu riskant, waren zu viele Gegner. Aber. Ich weiß nicht mehr. Jetzt weiter nach oben, nach unserem ersten Plan, den wir hatten. Gesundheit. Gesundheit. Wir machen unseren ersten Plan jetzt mal fertig. Das heißt, wir wollen dem Weg eigentlich folgen. Wir folgen jetzt auch. Das ist ja schon das Dörfchen da. So, wieso mal raufzukommen? Dann ist noch ein Turm. Hier. Das nächste Dörfchen, das nächste Zelt. Oh, hier können wir heute. Der gute Mann. Hier ist mein Liedreisender. Los, Kashiwa. Ach, ist es nicht. Tut leid, wir haben uns eben erst getroffen. Ich, wer bist du denn? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Kashiwa, und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten. Lieder von Hyrule? Alte Lieder? Helden, die Ehrung aufgehalten haben. Eines der bekanntesten dieser Lieder handelt von einem Helden. Über 10.000 Jahren. Ah, mach an. Oh. So, ich überspringe es, weil ich kenne dieses Lied und ihr kennt es auch und macht es.
Also mal zu gucken, es dauert immer so lange, finde ich. Ja, das hören wollt, müsst ihr durch die normale komplett. Mal Let's Play. Hier nachher was Rezeptmäßiges. Hallo, Goron leben von das Erz schürfen. Manche von ihnen verkaufen es auch. Ich bin Kari und ich verkaufe Erz. Schau doch mal, was ich im Angebot habe. Verkaufen. Willst du verkaufen? Aha. Oder auch nicht. Ich kaufe dir das hier. Leimgelee. Alles. Mehr brauche ich nicht. Ja, wir sind. So, Terry. Oder nicht. Oh, ich hab. Auch wegen des Bildes hier, ich kann mich einfach nicht grad sehen. Besitzer des Stalls hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Den Stall subtile. Muss die Südansicht des Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition. Ein links im Bild. Gar nicht, dass sich dort einer befindet. Was dort? Nun ja, wenn man. Da hin. Oh. So oder so müssen wir jetzt zu den Goronen. Machen wir jetzt noch. Kann mich nicht entscheiden, lege ich mich nur noch jetzt oder weiß ich zu Fuß weiter. Als du hier tätig ist, den ersten Schritt. Was? So, wir versuchen einzukommen. Definitiv. Haben, dann haben wir auch genug erreicht. Kling. Denn lass mich rein. Nein. Wenn du beim Schwimmen mit Hilfe von X bist. Sehr gut zu wissen. Oha, ich öffne die. Thank you.
Au, das ist... Dein Kugel. Kann ich mitnehmen. Naja. Ja, was raus. Oh, genau. Nein. Nein! Bam. So, haben wir auch. Ah, den haben wir geschafft. Ich würde sagen, das reicht für heute. Dann danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.